Sonnepaar Deutschland Region West war diesmal Gastgeber des IHK-Wirtschaftsgesprächs in Holzwickede. Josef Mertens, Vollversammlungsmitglied und Geschäftsführer der Montan Hydraulik GmbH, begrüßte die Gäste und dankte Regionalbetreuer Gero Brandenburg für die Organisation. Dann berichtete er von der guten Lage im IHK-Bezirk. Die Wirtschaft befindet sich in einem hervorragenden Zustand. Der Wirtschaft geht es so gut wie seit der Wiedervereinigung nicht. Und das spiegelt sich natürlich auch auf dem Ausbildungsmarkt wieder. Und wir haben hier im Kreis Unna einen Zuwachs an neuen Ausbildungsverträgen von 3%. Und hier in Holzwickede liegen wir mit 20% noch deutlich darüber. Wirtschaftsförderer Stefan Thiel informierte über den geplanten Ausbau der A40, die effektivere ÖPNV-Anbindung des Ecoports und über Pläne für eine bessere Breitbandversorgung der Kommune. Und Bürgermeisterin Ulrike Drossel konnte viel Positives über die Situation in der Emscher Gemeinde berichten. Die wirtschaftliche Lage Holzwickede, das ist sehr, sehr gut. Wir werden auch im 2018 einen ausgeglichenen Haushalt haben. Und die Steuern, also Gewerbesteuer, Grundsteuern bleiben stabil. Und damit sind wir insgesamt im Kreis sehr, sehr gut aufgestellt. Weiterhin sind die Entwicklungen erfreulich im Ecoport. Wir sind sozusagen auf der Zielgeraden und es ist absehbar, dass wir in den nächsten 2-3 Jahren die Vermarktung abgeschlossen haben. Schon viele Jahre hält der international tätige Elektro-Großhändler Sonnepaar der Gemeinde die Treue. Über das topmoderne Unternehmen konnten sich die Gäste beim Wirtschaftsgespräch bei einer spannenden Führung einen Überblick verschaffen. Sonnepaar ist weltweit der Marktführer im Elektro-Großhandel. Wir sind hier am Standort Holzwickede, weil wir hier schon eine sehr, sehr lange Tradition haben. Wir haben eine starke Mannschaft, sowohl in der Logistik als auch im Vertriebsbereich. Und wir haben eine sehr gute Anbindung an die Autobahn. Und das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil jede Nacht hier 25 bis 30 große 40-Tonner das Gelände verlassen und entsprechend pünktlich in den Transitpunkten sein müssen. Für alle Unternehmen, die international unterwegs sind, spielen Änderungen im Bereich der Außenwirtschaft eine große Rolle. Wulf-Christian Erich, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Dortmund, ging deshalb auf die aktuellen Herausforderungen und neuen Handelshemmnisse der Ära Trump, Brexit und Co. ein. Das sind alles Themen, die die Unternehmen letztlich auch hier in der Region durchaus sehr stark beschäftigen. Weil was muss ich tun, um Ware von hier, beispielsweise von Holzwickede, in die Türkei zu exportieren? Was hat sich geändert? Was ändert sich? Und das sind die konkreten Auswirkungen, die wir ja haben. Und darüber müssen wir informieren. Und die IHK informiert nicht nur, sondern hilft ganz konkret weiter. So tappen Sie bei Ihren Auslandsgeschäften auch in Zukunft garantiert nicht im Dunkeln.